Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist CJ. Herzlich willkommen. Ich filme gerade wieder für mein Badezimmer aus. Das heißt, wir gehen wohin? Das heißt, ich mache mich fertig, fährt du es. Und zwar gehe ich heute mit meiner Kirche nach Tennessee für ein Retreat für 3 Tage. Und es ist gerade 9:07 Uhr. Ich habe gerade schon geduscht und sowas. Ich gehe jetzt meine Zähne putzen und frühstücke etwas. Ich weiß gerade nicht, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall, es ist gerade 9 Uhr morgens. Ich habe schon meine Sachen gepackt. Ich versuche gerade meinen Koffer zuzukriegen, aber da sind zu viele Sachen drin. Und zwar gehen wir nach Tennessee, Cooperville, in ein Retreat, Whitewater Rafting. Und wir machen dann so verschiedene Aktivitäten, so wie eine Klassenreise. Und ich freue mich so. Wir gehen Whitewater Rafting, habe ich noch niemals gemacht. Horse Riding und ich liebe Pferde. Ich freue mich so doll und halt so kleine Sachen. Und natürlich wollen wir halt ein bisschen Kirche ein, aber ich werde versuchen, so gut wie möglich mitzufilmen. And stay tuned. Like, comment, subscribe. Don't forget to hit the notification button. Und ja, ich zeige euch jetzt einmal kurz, was ich für mein Gesicht benutze. Und dabei wollte ich ein bisschen mit euch reden, bevor ich frühstücke. Ich habe fast alle meine Sachen weggepackt. Anyways, egal. Also ich benutze ein Scrub von Bliss. Das mache ich einfach so auf meine Hände und dann reibe ich das einfach in mein Gesicht. Und mein trockenes Gesicht. Und generell bin ich halt wirklich momentan super glücklich. Weil Prom ist auch bald. Ich glaube, ich habe ein Prom-Date. Ich weiß nicht ganz genau. Prom ist auch bald. Meine Schule ist alles gut. Keine Ahnung, Schule ist richtig gut. Dann ist noch bald Graduation. Ich freue mich einfach auf diese ganzen Sachen. So. Einfach auf diese ganzen Events. Bin ich einfach so aufgeregt. Und keine Ahnung, dann gehe ich in 2 Wochen nach Atlanta. Und diese ganzen Sachen. Und mir geht es einfach viel, viel besser mentally. Wenn ich mich jetzt so von vor 4 Monaten angeguckt habe und jetzt, Leute, ich habe so einen mental growth gemacht, wisst ihr, was ich meine? Und das ist auch irgendwie ein Resultat, wenn man im Auslandsjahr das ganze allein auf sich gestellt ist. Wollte ich einmal nur kurz Real Talk zu euch sagen. Wir fahren 5 Stunden. Ich hasse persönlich Autofahren, ich mag lieber mehr fliegen. Aber ich habe mir auch schon ein paar Folgen runtergeladen. Und so eine Sache, ich gucke gerade zur Zeit, meine 3 Top-Sachen, die ich gerade gucke, ist One-on-One, eine Serie. Dann noch eine Serie Manifest, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt habe ich gerade mit der Documentary von Kanye angefangen, gucke ich auch gerade. Und dann gucke ich auf jeden Fall die 2. Staffel von Top Boy, das ist mir auch richtig wichtig. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr für Serien so guckt, das interessiert mich voll. Die meisten Sachen habe ich schon weggepackt, deswegen, keine Ahnung. Jetzt benutze ich so ein Rose-Wasser. Ich mag das halt immer gerne aufzutragen, wenn ich ungeschminkt bin. Das sieht einfach voll gut aus und das glänzt ein bisschen im Gesicht. Ich glaube, ich packe das sogar ein. Genau, und entweder benutze ich halt Sonnencreme oder mein Moisturizer von Neutrogena ist es, glaube ich. Ja, genau. Wir machen gerade Frühstück und zwar machen wir Scrambled Eggs. Hier habe ich meinen Blueberry Shake und dann haben wir Blueberry Muffins und es ist Muffins, Pancakes. Und es ist gerade 9:32 Uhr und wir gehen so in einer halben Stunde los, damit ich mir noch Starbucks holen kann. Ich bin jetzt bei der Kirche angekommen. Ich habe hier meinen Koffer. Und ich dachte, der Bus wird größer. Das ist der Bus. Ich packe jetzt meine Sachen hinten rein. Ich zeige euch auch gleich, was ich mir für ein Starbucks-Getränk gekauft habe. But it's in German. But you want to say hi? Hi! ich bin gerade in der Kirche. You want to say hi? Hi. Ich habe hier gerade mein Getränk, Double Chocolate Chip Frappuccino und das ist mein Shirt. What? Wir sind gerade im Bus und... Wait, how long are we driving again? Thank you, Sam. Work 5 hours? Yes. Und los! Erste Stop, wir gehen jetzt zu Starbucks. Where are we going to Starbucks in Chick-fil-A? And it looks super hot. Stop it. Leute, wir sind jetzt da und wir schlafen in so Cabins und das ist so cool.
Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Kenny Kikiwaka kennt. Wenn ja, schreibt es mal unten in die Kommentare, weil das erinnert mich richtig an Kenny Kikiwaka. Also sieht das von außen aus und das ist die Cabin. I'm sorry. Bunk beds. Und wir haben ein Badezimmer. Where is the light? Wir haben ein Badezimmer. Und Dusche. Sollte klappen. Also es ist gleich 6 Uhr. Boah, ich sehe miserabel aus. Es ist gleich 6 Uhr, wir haben gleich Supper. Wir sind gerade hier, das ist so schön. Ich habe zwar keinen Service, aber man kann auch für 3 Tage auch einfach weg von der Zivilisation sein. Keine Ahnung, wir machen halt morgen... Autsch. Morgen machen wir schon dieses Whitewater Rafting, habe ich auch noch nie gemacht. Und ich gehe jetzt gerade zu den anderen und dann spielen wir ein bisschen Volleyball oder sowas. Und dann gibt's halt Supper. Und ich kann euch auf jeden Fall zeigen, was wir so typisch Southern essen. Guten Morgen, Leute. Es ist jetzt 7:40. Und wir müssen heute so um 7 Uhr aufstehen, weil wir haben eine Dusche. Wir sind 6 Mädchen, glaube ich. Wir wollen jetzt ein bisschen Yoga machen mit den Mädchen und danach frühstücken wir. Das Frühstück, ich habe ein Cappuccino und French Toast, Steaks, Waffle, Grits, Brownies, Browns, Orange Juice, Bagel. What you got? A Waffle, Hash Browns and a Muffin. I'm very picky. Wir hatten gerade Lunch, es ist gerade fast an. No! Wir gehen jetzt Whitewater Rafting. Es ist so kalt. Ich habe hier meine Umziehsachen drin. Wir müssen Wetsuits anziehen, Leute. Kalt ist. Und das ist mein Outfit jetzt. Sehe ich aus. Ich kann leider nicht filmen. Und ich kann aber leider nicht filmen, weil ich meine Hände nicht mit verlieren möchte. So sehe ich aus. Extrem kalt. Hi Leute. Wir sind jetzt auch schon wieder zurück. Es war so extrem kalt. Deswegen hatte ich irgendwie keine Hände frei zu filmen. Ich hatte mein Wetsuit an und es war wirklich so heiß, habe ich gerade heiß gesagt. Ich meine kalt. Jetzt gerade mein Zimmer. Wir haben gleich Worship um 7.30 Uhr. Ich liebe Worship. Es macht so viel Spaß, einfach Lieder zu singen, über Gott zu reden. Keine Ahnung. Und ich bin gerade im Zimmer, während die anderen draußen sind, spielen. Und Journal hat gerade, das Journal halt, habe die ganze Zeit mein entire Stay so versucht, so ab und zu reinzuschreiben. Hat eigentlich ganz gut geklappt, so. Ich habe mit dem Journal angefangen. Okay, ein bisschen spät. Also ich bin ja am 19. September nach Amerika gekommen und ich habe angefangen zu journalen am 28.10. um 5.48 Uhr p.m. Thursday. Ja, also ich empfehle euch auf jeden Fall, alle Leute, die ein Auslandsjahr machen, journal. Macht so viele Erinnerungen, wie ihr könnt. Und ich werde auch auf jeden Fall so ein Erinnerungsbuch machen. Deshalb mache ich wie eine crazy lady Fotos von allem. Und ich snack gerade. Pretzels. Seasoned, also nicht diese normalen, sondern da ist irgendeine Seasoning drin. Ich weiß auch gar nicht mehr was. But yeah. Katie also sings. Hallelujah. 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 Amen. Why are you singing that loud? I was trying to give you this. Guten Morgen, Leute. Es ist jetzt, glaube ich, der 28. Wenn ich mich täusche, der 28.3. Es ist jetzt kurz vor 8.
Und wir haben jetzt Frühstück. Und habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass wir die Einzigen auf dem Camp sind und wir machen heute gegen... Nach dem Horseback Riding machen wir so Color Water und wir sind die Einzigen hier. Das wird so cool. Ich laufe gerade zum Dining Room. Und ich bin extrem müde und heute um 6.30 Uhr, weil es heute Montag ist, ist irgendein Wecker angegangen. Und niemand wollte aufstehen und das ist die ganze Zeit gelaufen und gelaufen und gelaufen und ich war so sauer. But anyways, jetzt kriegen wir durch Frühstück, dann geht's mir auch besser. Dann haben wir Worship für eine Stunde, glaube ich. Und danach werden wir in Gruppen aufgeteilt. Das ist out. Das war schon great. Yay! Die warten schon auf Essen. Mein Frühstück, typisch, I mean, Grits, Biscuit mit Gravy, Waffle, Sausage, Bagel, Cornflakes, Apple Juice, Cappuccino mit Marshmallows. Ich hoffe, das eh alles nicht. Leute, wir hatten gerade Worship und wir gehen jetzt gleich rein. Ich komme nicht so sehr, aber ich kann leider mein Handy mitnehmen. Unser Jesus-Pastor hat gesagt, keine Handys. Und natürlich respektiere ich das. Ich hoffe, er nimmt sein Handy mit und macht Fotos. Aber ich glaube, jeder weiß, wie Reiten aussieht. Und ich habe euch auch gestern schon die Aussicht gezeigt, als wir spazieren gegangen sind. Da werden wir, glaube ich, ausreiten. Und ich freue mich so doll, weil ich liebe Pferde. Die Jungs nerven gerade extremst. Aber ich stehe hier gerade aus. Ups. Außerdem mein Outfit, meine Kakanjacke, meine Shorts. Eigentlich wollte ich Hosen anziehen, aber ich habe keine Hosen an. Und ich habe da nur eine Vans-Schuhe an. Und ich stehe gerade vorm Heater. Aber das macht irgendwie gar nicht warm. Und ich sage euch mal kurz, ich bin da richtig excited. Einfach für die nächste kommende Zeit, weil das Prom, dann das Graduation, habe ich, glaube ich, gestern schon gesagt. Und meine Freundin und ich sind gerade dabei, einen Urlaub zu buchen. Wenn ich wieder zurückkomme, wir gehen auf die Kanarischen Inseln. Und ich freue mich total. Ich freue mich so sehr. But anyways, es ist jetzt gerade kurz vor 10. Wir gehen gleich los. Und dann haben wir heute noch Cover.